Sevens nach dem Spiel gegen die Freunde aus Dresden. Das Ergebnis mit 13:0 für Dresden ist bekannt und Sema hat die erste Gästecoach besucht. Also, guten Abend. Heute war für uns natürlich hier nach unserer Vorgeschichte natürlich hier, oder das Spiel der Wahrheit, letzte Pünktchen, wo wir sagen, dass wir eigentlich noch im Rennen sind und wir haben vielleicht in den letzten Wochen sogar teilweise besser Eishockey gespielt, keine Punkte mitgenommen, heute aber über den Kampf reingekommen. Entscheidende Situation heute für uns, oder dass wir eigentlich das Momentum auf unsere Seite gezogen haben, war, glaube ich, die sehr gute Torhüterleistung von Luis Vincent Albrecht, der heute Richards ersetzt hat. Und ja, das Unterzahlspiel, wo wir nicht in Rückstand geraten sind, wir hatten viele Möglichkeiten gegen uns, war schon viele sehr gute Chancen, die sich Hannover da rausgespielt hat. Torhüter hat es gehalten, hinten raus haben wir uns im Unterzahlspiel gesteigert, haben nicht mehr so viele Möglichkeiten zugelassen und deshalb denke ich auch, dass hinten raus durch dieses Unterzahlspiel der Sieg dann auch verdient war. Aber trotzdem war es ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Wir hätten auch jederzeit in den ersten 30 Minuten auch in Rückstand gehen können. Hatten heute das Glück auf unserer Seite, dass wir selber jeden Führungstreffer machen konnten. Hinten raus hat die Mannschaft top gearbeitet, sehr gut die Räume eng gemacht, nicht so viele Chancen zugelassen. Und ja, ich bin natürlich wahnsinnig froh über die 3 Punkte. Guten Abend. Ja, den ersten 30 Minuten, sagen wir jetzt immer so, kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat viel probiert, es hat nicht sollen sein. Es war die eine oder andere Chance, waren auch da, dass man 1-0 in Führung geht oder auch vielleicht 2-0. Aber ab Minute 30 und ab dem 0-1 muss ich ganz klar sagen, so ist es sehr schwer, ein Spiel zu gewinnen. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn man auseinanderbricht, aufhört zu laufen, nicht mehr den letzten Willen im Zweikampf hat, dann ist es sehr schwer, Punkte zu holen in dieser Liga. Dresden hat sehr, sehr gut gespielt auswärts, haben uns nicht mehr viele Chancen angegeben, aber trotzdem, in meinen Augen, hat der letzte Biss fürs Tor gefehlt. Sicherlich hat der Torhüter von Dresden sehr gut gespielt, aber das ist nicht entscheidend, wenn ich nicht diesen Biss habe, mit unbedingtem Willen ein Tor zu erzielen. Vielleicht haben wir am Freitag zu schnell, zu einfach 3 Tore erzielt, weil seit diesem 0-3 oder 3-0 in Weißwasser ist die Mannschaft einfach anders aufgetreten und so bin ich das nicht gewohnt von ihr. Das habe ich auch gerade so und auch in diesem Ton ohne Emotion gesagt, weil ganz klar, wenn man nicht bis zum Ende alles gibt, aus welchen Gründen auch immer, und da braucht man keiner erzählen, Druck oder irgendein Schmarrn. Das ist unser Sport und das ist ein Männersport. Und wenn ich mit Druck nicht umgehen kann, dann muss ich zu Hause bleiben. Moment. Und das andere ist das, da gehöre ich genauso dazu. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dass sie mit Druck umgehen können, ja, dann muss ich schauen, dass ich mir am Dienstag was anderes überlege. Und das werde ich. Wir haben 5 Spiele, Realität ist, es wird sehr, sehr schwer, aber vielleicht ist es gerade gut für uns, weil jetzt haben wir keinen Druck mehr. Weil jetzt kommen wir von hinten. Und jetzt können wir schauen, was los ist. Danke. Gibt es noch Fragen zum sportlichen Ergebnis heute aus dem Publikum? Dem ist nicht so. Dann bleibt mir noch übrig, mich zu bedanken, einerseits beim Prinzipwerk Hannover für den wie immer hervorragenden Service hier im Zelt und auch beim Caterer des heutigen Abends, bei der Kochschullehrte, bei Ralf Kropski. Vielen Dank. Und dann kann ich nur wünschen, gute, kurzweilige, sichere Heimfahrt und viel Erfolg und schönen Abend noch. Bis nächste Woche.